Prinzip wäre ja einfach nur, dass du so ungefähr in diese Richtung schon mal wieder weiter mitkommst. Weil Papa will sich umsehen. Warum ist das jetzt so hahaha? Irgendwas, was ich hatte oder Justin Bieber Rock? Okay, das sieht sonderbar aus. Sind hier einfach Feuerfrüchte drauf? Ist das irgendwie so ein Zeichen oder sowas? Nothing to see. Naffing. Das finde ich immer besonders schade. Obwohl, hier haben wir ja einen Kork-Seed. Na gut, da finde ich es doch nicht schade. Ich wollte sagen, ich finde es irgendwie immer schade, wenn man da so Sachen erkundet, aber das sich nicht lohnt, weil man da nichts findet. Und schon finde ich einen Kork-Seed. So, gucken wir mal hier unten, ob da eine Truhe steht. Das finde ich schade. Früher war das nämlich immer so, dass an genau dieser Stelle in diesen Gebäuden halt eine Truhe stand. Aber gut, gibt Schlimmeres, ne? Was ist denn hier los? Cool, das ist eine Truhe. Die nehmen wir mit. Staubecken. Hallo. Fünfer. Ist ja süß irgendwie, oder? Schade. Gut. Dann geht's weiter. Aber es gibt immer mal wieder Kleinigkeiten zu sehen und zu finden. Dieser eine zugebaute Brunnen, ne? Das finde ich schade gerade. Das wäre halt cool gewesen, einfach so nochmal so random so einen Brunnen zu finden. So, dann gehen wir mal auf diese andere Seite hier, ne? Burggrabenbrücke. Ist das ein Koroxid? Nope. Aber unter der Brücke ist einer. Krass. Sehr gut. Also unter Brücken und sowas, da findet man irgendwie häufig einen, ne? Ja, kennst du noch aus BOTW wahrscheinlich, oder? Jo, so ist richtig. Aber Koroxid sind auch die größten Unehrenmänner, ja? Dass sie sich einfach nochmal alle verzogen haben aus Maronus Rasseln und sich nochmal verstecken, ne? Bleibt nur die Frage, ob es wirklich wieder 900 sind. Ich kann mir gut vorstellen, an jeder Ecke findet man ja so von Dumpster diese Bauweisen, ne? Also hier liegt was, nimm dir, bau dir, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute da wirklich richtig Fun bei haben und das dann wirklich an jeder Ecke bauen. Es gibt bestimmt welche, ne? Lass mich in Ruhe. Guck mal, diese Opfergabe da vorne mit den drei verrosteten Schilden, die ist ja immer noch dort. Gefängnisruine? Was? Also die hier. Früher war das drei verrostete Schilde dahinlegen. Und dann hat man dadurch ein Koroxid bekommen. Na? Irgendwas zu holen hier? Nö. Schienen.
Ja, das mit den Schienen, das war auch ganz cool. Guck mal, der will uns da vorne mit dem Floß, will er quasi erreichen. Dass wir uns hier so ein bisschen fortbewegen, ne? Oh nein. Du verdammter kleiner Koroxid. Hi. Hä? Ich wollte gerade sagen. Oh je, was für ein Schlamassel. Freund verloren. Wo ist er? Natürlich ist er dort. Okay. Dann machen wir das mal eben. Hab schon so viele Videos gesehen, wo Leute krasse Sachen bauen. Ich habe so ein oder zwei auf Instagram gesehen auch, ja. So beim Scrollen ganz normal. Okay. So. So, Sonor zuerst, ja. Ich muss das irgendwie anders lösen. So. So, komm nochmal her. Wir werden dich nochmal hier verbinden. Das fallen lassen. Komm her. Oh nö. So, okay. No! Junge, 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 du, ist das schwer? Junge, Junge. Alter Falter. Ich komme nicht klar. Junge, du. Is it in the possibility, though? So. Tschüss. Alter, der Koks sieht es ja mega krass. Alles klar, wir sehen uns. Der wird ja gleich wieder zurückgespawnt, so gesehen, ne? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, hallo. Willst du nicht Fenster öffnen? Bitte was? Fenster öffnen?
Nee, erstmal nicht. Ciao, Koroxid. Tschüss. Oh Mann, ey, ist das ein nerviger Koroxid irgendwie. Na gut, dann machen wir erstmal anders weiter. Wir werden mal kurz das Lager da oben platt machen und dann kommen wir gleich nochmal zurück zu dem Koroxid, okay? So. Goldapfel, irgendwie ist das mega geil. Okay, so. Wie gesagt, den Koroxid machen wir gleich. Erstmal gehen wir mal gucken hier, was das für ein Gefängniszeugs war. Ah, ein Biwarock, okay. So. Habe ich irgendwas aus Dings? Ja, das hier kann ich nehmen, okay. Erstmal werden wir den markieren. Als Biwarock ändern. Edelstein, so. Ich wollte gerade sagen, lass mich doch darauf jetzt, du. So, erstmal du weg. Und du auch. So. Los, wirf deinen Arm. Sehr gut. So, komm runter. Als ob. Na gut. So, let's go. Easy. Bam, let's go. Edelsteine. Okay, was können wir mit den Testicles hier machen? Irgendwie gerade gar nichts, ne? Ja, weißt du was? Dieses Mal benutzen wir die nicht. Wir lassen die einfach mal hier liegen. Beim letzten Mal habe ich mir einen Hammer gebaut, aber naja, brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Ein Rhodonit, danke. So. No way. Wenn man es jetzt irgendwie lost. Was zur Hölle? Ja, weißt du was? Okay, ich markiere mir das jetzt erstmal nochmal als Koroxid, damit ich es halt nicht vergesse. Aber so wirklich gut finde ich das jetzt nicht. Na gut, wie dem auch sei. Dann machen wir den halt irgendein anderes Mal. Ich habe wirklich gedacht, der despawnt hier einfach. Oder ist der da vorne gewesen? Nee, war er nicht. So, Mustang, komm her. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Ich glaub's ja nicht. Mustang ist echt lang auf dem Weg hin, ne? Ah, der wird schon früher oder später hier ankommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist doch der größte Baum hier, oder? Okay. Könnte es vielleicht wirklich sein, aber wenn es regnet, werde ich jetzt auch nicht draufklettern.
Habe ich jetzt gesehen, dass es nichts bringt und gut ist. Ich habe mir nämlich noch nichts gekocht von dem, dass man beim Regen abrutschen kann. Aber sollte so eine Medizin sollte ich mir einfach mal kochen, damit man immer eine hat, oder? Das wäre eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Als ob. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie gar nichts ist, oder? Doch, hier ist einfach mal gar nichts. Irgendwie krass. Da vorne ist ein Steinkreis. Okay, immerhin. So, das heißt, du musst erstmal sterben, weil du wirst auf jeden Fall ablutschen. Oder mich ärgern, sagen wir so. Ich hoffe, jetzt sehe ich den Koroxid hier schwimmen. So, hallo, Hilfe. Oh, guck mal, da oben. Ist das ein Hinox? Liegt er da auf der Brücke? Nein, Mann, das ist wahrscheinlich einer von diesen Bockblins. Es ist ein Hinox. Krass. Liegt er da einfach auf der Brücke rum? Wahnsinn. Oh je, jetzt bist du auf der falschen Seite. Ja gut, egal. Na gut, wie dem auch sei. Man hört den Regen auf dem Parasegel drauf prassen. Das war, glaube ich, bei Breath of the Wild nicht so. Wenigstens sind Hinoxe easy. Voll offensive, wie du das sagst, dass das leichte Gegner sein sollen. Voll gemein. Aber ja, Hinoxe sind easy. Ah, hallo. So, angehalten. Boah, krass, Mann. Ich war viel zu schnell unterwegs. Ja, das kannst du laut sagen. So, gut. Dann machen wir uns diesen Schrein mal fertig da, ne? Nice. Ishotgun-Schrein. Ist das der Blutmast? Ich hab kurz gedacht, Blutmund kommt. Rein da. Let's freaking go. Age of Calamity hat mich gut trainiert bei Hinox. WTF, wie soll das denn gehen? Age of Calamity, voll andere Steuerung und so. So, Windkraft. Deswegen waren die Windturbinen da draußen. So. Ich habe kurz gedacht, das ist so easy. Aber Moment mal, wenn es so nicht geht, wie soll es dann gehen? Liegt hier noch was? Ja, krass irgendwie. Der will wahrscheinlich wirklich, dass ich das einfach nur dahin lege. Dass ich so das dagegen prallt und dass ich dann hochklettern kann, oder? Ah, Moment mal.
Jetzt habe ich es verstanden. Wir müssen das so rumlegen und wenn ich das so mache, dann kann ich jetzt das Parasegel benutzen. Alter Falter. Wie geil ist das denn? So, zuerst nehmen wir dich mit. Wahrscheinlich werden wir dich da vorne brauchen, ne? Okay, so. Ich wollte gerade sagen, kann ich dein Ernst sein jetzt? Aber es hat sich doch bewegt. So. Boah, ist das geil, ey. Schreine, ne? Wahnsinn. Ich finde diese Ideen so mega. Das gefällt mir richtig gut, ey. Gut, das habe ich mir irgendwie schon gedacht, dass sowas kommt halt. Wir brauchen noch eine Turbine. So, ja, komm. So, das heißt, wir machen den jetzt erstmal an. Jetzt machen wir den an. Oh, die funktionieren gleichzeitig. Das ist schlecht. Moment, doch, es geht. So, wir machen erstmal so. Dann machen wir dich ab. Das ist merkwürdig, ey. Dann halt so. Okay. Als ob man so an die Kiste kommt. Ja, wie denn sonst? Das ist das Erste, was mir zumindest so eingefallen ist. Die einzige Kiste. Okay, let's go. Raus hier. Das ist, glaube ich, wieder das dritte Segenslicht, oder? Kann das sein? Nee, das zweite. Na gut, dann halt nur das zweite. Auch gut. Möge Segenslicht dir Kraft geben. Ja, wird sie. Dankeschön. Ich weiß, wie man ausweichen muss bei den Hinoxen. Okay, alles klar. Das ist ein bisschen was anderes. Okay. Und jetzt, wo man das weiß, wie das funktioniert, kann man diese Turbine hier nehmen und sich die Truhe holen, ne? Ja. So, komm her. Oh je. Was ist denn das hier eigentlich? Ist hier einfach so ein Lager? So ein kleiner Lagerplatz, den mal jemand benutzt hat? 20 Minuten rumpeln, dann hatte ich keine Lust auf die Kiste. Okay. So. Mitnehmen. Eine Stachelkeule. Ja, nee, brauche ich nicht.
Ich habe bessere Waffen. So, dann wäre das die Markierung gewesen. Am alten Steinbruch habe ich noch was markiert, okay. Mal gucken, ob man da was finden kann. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass mein Pferd da auf der anderen Seite rumhängt, aber ich habe halt nicht drauf geachtet, dass von da kein Weg mehr zurück ist, so gesehen. Haben wir hier vielleicht was? Wahrscheinlich nicht, ne? Zumindest nichts Ersichtliches soweit. Damit kann man sich eine Axt bauen. Ja gut, untersucht hatte ich den schon, sehe ich gerade. Ich war nur auf einem anderen Punkt quasi da drauf. So. So, wo haben wir? Den Gustavberg links. Aber ich möchte über den Weg hier gehen, um den Hinox zu klatschen, der auf der Brücke ist. Wahnsinn. Einfach so ein Hinox auf der Brücke drauf. Muss man für 100% nicht alle Kisten lernen? Das ist eine Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Bei BOTW war das sogar der Fall, dass man die Kisten in Schreinen noch nicht mal lernen musste, um 100% zu erreichen. Also wäre es gut möglich, dass das hier mit den Kisten auf dem Wege sowieso nicht notwendig ist. Joa. Aha. Hallo. So. Oh, hi. Hi, komm her. Reiselanze. Mhm. Reiseschild. Nö. Gut, ja, nehmen wir die nächste Lanze, ne? Mal gucken, was du so hast. Die Reiselanze ist irrelevant. Soweit. Würde ich aber mitnehmen, wenn ich nichts anderes finde. Amber. Dann nehme ich die erstmal mit. Junge, natzt der mich so richtig. Lol, ja gut, danke. Hat er mich getrollt auch noch. Erstens genatzt und zweitens getrollt. Hat er gerne Truhe jetzt dran gemacht. Kann ich der Brunnentante sagen, ich habe noch einen Brunnen gefunden für 10 Rupees. Mehr ist hier nicht. Doch, bestimmt hier, wenn ich hier rüber rausgehe, oder? 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 Nö, ist wirklich nichts, ne? Krass. Ja gut, dann halt nicht. Weil diese Baumstämme sehen oft danach aus, als wäre es ein Koroxid, aber in dem Falle ist es keiner, ne? Okay. Jetzt nicht, Bro. Keine Zeit. Keine Lust, keine Zeit. So, dann werfen wir den hier weg. So weit, so gut. Okay. Hm? Sieht hier voll bunt und krass aus, aber ist ja gar nichts. Hier im Tunnel vielleicht noch was? Was? Nee, oder? Oh mein Gott, was ist das denn für ein Koroxid, Mann?